Nice. Sehr schnell. Oh. Hat der einen Affenzahn drauf? What a thing. And to be the old man. Oh, very, very. So. Shortcut. Ich überlege gerade, wo der zweite war. Immer schön. Hier. Genau, wir waren ganz da hinten. Oh Mann. Aber ansonsten geht's hier ja nicht weiter. Und das ist der Typ, mit dem wir gesprochen haben. Ich habe 5x500 dabei, das ist eine ganze Menge. Topfhelm des Anti-Helden. Aha. Dieses Relikt ist Teil eines Sets. Sieh dir sein Herz an. Psst. Kann ich hier die Schaufel erwecken? Kann man gar nicht. Die ist schon erweckt quasi. Was ist das aus dem Horrortraum von einem LSD-Kranken? What the fuck? What the fuck? Komm in Frieden. McPixel ist freundlich. Golly gosh, look at you! You really are retro, huh? Neat! I'm the Reservoir of Pain. Pleasure to make your acquaintance. It's difficult to know who you can trust. I get that. Cryptic old men who can't remember their purpose. Forgotten relics wailing on about their tortured memories. And nobody telling you exactly what to do. You've been left to figure things out for yourself. And that's terrible. So, let me help. Nostalgia was a gauntlet where heroes would journey, suffer a bit,
unfortunately, and then sacrifice themselves back to the world's heart so that new stories could begin. These new stories were inspired by what came before. They built on the beauty of the past. But heroes quit letting go. They grew obsessed with maintaining their dominance, living mm-hmm. their own legacies. And without new inspiration, Nostalgaia is being forgotten. Anywho, if selfish heroes won't give themselves back willingly, a real hero will have to make them let go. Then Nostalgaia's heart will open again. Was ist das, Näschen? Ich glaube, das kommt direkt aus einem Albtraum. Oh je. Oh je. Eines NSC-Zonenbosses? Hä? Betrug? Das Ding ist halt, wenn du Mickey Maus und ein Kaugummi kreuzt, dann kriegst du den rosa Ball hier. One chokes Nostalgaia from the depths of her mines. All you gotta do is kill it. I can't believe nobody told you that explicitly. That must have been really hard for you. The first great one. All you. I can't. That. Okay, es fehlt Stabilität. The lanky bundle wobbled and climbed, ever eager to reach some height unsuited to it. Ah, eine Super Mario-Referenz. Süß. Kann ich ihn nicht schieben? Nö. Schade, ich dachte, das ist das Geräusch. Was einem sagt, dass ein Relikt oder sowas da weg werden muss. Fesseln? Legende der Unabhängigkeit. Rostige Ketten und Schellen. Ursprünglich für böse Minenesel gedacht, aber mit genug Authentizität, um einen Bewunderer zu... Besonderer Gegenstand. Okay. Keine Waffe. Qualität und Ausdauer. Wir waren 2800. Praktisch einen Gaming-Rechner mit Lüftern oben am Gehäuse, kann die Farbe von meinem Stempel auf dem Staplerschein mit trocknen. Ah, sehr gut.
Ganz kurz mal schauen. Freischalten durch Erinnerungen. Ja, das kommt ja von alleine. Ich würde erstmal auf 27 gehen. Oder? Ne, 24. 27 ist halt auch wieder nur so eine kritische, also bei Crit passiert das. Dir fehlt ein wichtiges Relikt. Dass du mir das erzählt. Müsste ich nicht eigentlich einen Shortcut oder sowas freischalten? Frag für einen Freund. Ja, wir gehen mal ganz kurz hier runter. Okay, das Café. Hier geht's wieder zum Platz in der Mitte. Ja, wer bist du? Was bist du? Und wie kann ich... Is there? Be you a hero? My beloved. No. I cannot let you in. I love you too much. My everything, my stars. We cannot risk it. No. Unless... Should you come upon something with which I could restrain myself in your presence? A manacle or a shackle of some fidelity. Bring it to me so I shan't ravage you unduly. Then open my door and open my door. Clink, clink, clink. My hero returns. A hero provides. My hero provides. Bisschen Gollum-like. Reach. Ah, my hero. Bist du ein Waffenhändler? Geduld. Welcome to my shop. I have long longed for you, my radiance. We all did. Once, I wish you could experience the parades and feasts we held in your honor. Banner maidens and clamoring children all thronging the streets to glimpse our salvation. Our markets overflowing with the bounty each hero's deeds had brought us. That was enough. But we have forgotten. I must never unbind myself in your presence, my everything. For should the great forgetting take me, I could not bear that these pixels I was should turn ravenous upon you. Okay. Ja, der ist in Ketten, weil ich ihm Fesseln gegeben hatte. Er hat ja gesagt, er braucht etwas, um sich quasi zu fesseln oder sowas, damit er in unserer Gegenwart nicht über uns herfällt.
I would make your journey easier by my trade. Such is the artistry of your humble servant and of the easy maker kin I still remember. Gut, but never must I make such an ease of it as to devalue your quest. Therefore, 'tis for memory I will trade. For meaning. My meaningful. Ach so, dachte, wäre ein anderer PNPC gewesen. Er möchte erlöst werden, nee, der nicht. When they began to kill us for maintaining the vigil of our love, our conviction only grew. From the depths of the sunken oasis, where all the unwanted congealed, we rallied. Though perilous, we gathered relics, symbols of hope for the good heroes we knew would spawn, or symbols of hope for us that good ones would. And here you are. Oh, some of our smuggling crates remain here in my shop. But alas, their keys are lost. When they began to kill us for maintaining the vigil from the depth of pers- Das kennen wir. Einkaufen. Fackel. Ja, effektiv müssen wir ja irgendwie alles mal haben. Wegen den Erinnerungen. Sentimentale Puppe mit Runen. Eine einst gewöhnliche Puppe, die jetzt durch eine unentzifferbare Runensequenz gestört ist. Markierst du dich selbst mit diesen Runen, erhöht sich dein Schaden gegen Humanoide. Ja. Schaden gegen Böses, gegen Bestien, gegen Gräuel. Zielsuchender Pixelcode. Kettenrüstung des Leichtmachers. In den schattigen Ruinen der Lagune der Lockerheit, versunkene Kaverne, wurde ich von jenen geborgen, die noch ihre Liebe für Helden bewahrten. Die Quellabwehr. Das ist auch Wesen des Bösen. Ist nicht am Ende alles böse? Ich habe das Gefühl, wir brauchen die Fackel. Und das wird das Relikt sein, was uns fehlt. Wird langsam Zeit für den zweiten Boss. Naja, ich weiß ja nicht, wo der ist. Ich glaube, hier muss ich später hin. Das ist in der Mitte so der zweite Boss, oder? Denk an Freund. Slap that ass. Gonna slap that ass. Fleisch. Regeneriert Gesundheit und Status. Hab übrigens gerade nochmal nachgeschaut. Ich kenne die Ecke von der Straßenbahn vorhin und weiß, warum der so gefahren ist. Die Straßenbahn oder das Auto? Kann ich da oben irgendein Item erinnern lassen? Nö. Nö, nö, nö.
Das war nicht gut wirklich. Ich habe gerade hingeguckt. Meine Nase juckt. Ah. Zu dem Zeitpunkt, als das Video aufgezeichnet wurde, war da auf der Ecke noch der Verkehrsermittlungsdienst. Also kein Wunder, dass der Straßenbahnfahrer da ganz schnell wegkommen wollte. Was heißt das? Also das ist wegen zweiter Boss, Akutenshi, ist eine schöne Sache. Ich weiß aber echt nicht, wo er ist. Such ruin. Such waste. What did you find? Was ist denn her? Are you a hero? I'm an apprentice smith. Or I was meant to be. I've sought some memory of Nostalgaea's craft in tradition, but all I've found is forgotten. With no masters to teach me, I'll never become a smith. But that ain't no crude tool, friend. It's the smith's hammer, the instrument of Nostalgaea's greatest craftsfolk. Any apprentice would know it, even in its current state. A shame it don't remember itself. Easy. Über Kopfschmetterer, Kosten 2, erhöht Schaden gegen Gepanzerte. Was ist denn jetzt los? What did you do? I ain't worthy. I'll do my utmost. To honor and carry forth our traditions. The hammer has bound itself to me, or bound me to it. My skills are meager. But should you find a workable anvil, you can use this relic to summon me. I'll improve your arms best I can. Cool. Das Tollste, das ist der Eingang zu einer Wendeschleife am Ende der Linie nach der letzten Haltestelle. Der hätte also alle Zeit der Welt gehabt, stattdessen qualifiziert Herr Rotlicht verstoßen, um schneller in die Pause zu kommen. The Smith's Hammer is the great transcend throughout of always. Kennen wir schon. Auch gut, dass das hier eine Schmiede war, aber kein einziger Amboss in der Nähe. Splitter der Tradition. Schade, ich hätte gedacht, ich kann das Feuer anmachen. Die Nachricht kann ich nicht lesen. Tüdelü, mein Schmiedi. Schmiedi Gonzales. Das ist, da waren wir schon. Und hier oben ist die Taverne. Hier hatten wir die Tür geöffnet. Da wäre ein Bett gewesen, das ist zu. Geht gut. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass dieses Spiel ein paar Bugs hat. Irgendwie kann ich mir das vorstellen. Gerade diese kruden, einfachen Games. Ah. Ah.
Okay. Oh, da sind viele Gegner. Komm her. Einzelne Herren casten, die Freunde. Komm her. Scheiße. Naja, gut war das jetzt nicht. Wie viele sind da noch? Das sieht aus wie sehr viele. Komm her. Ein Haufen Pixel. Nichts zum Erinnern. Deckung des heimlichen Kultisten. Die Erinnerung dieses Relikts wird unbedingt gefunden werden. Einst gab es viele von uns, bescheiden und bedeutungslos für die Einwohner des Reiches. Nicht heulen, Gegner vergräulen. Gibt es irgendwann eine Möglichkeit? Gibt es irgendwann eine Möglichkeit, sich zu teleportieren zwischen Gegnern? Zwischen Portalen? Vermeide Freude und beachte Trauer. Bewertung minus 17. Dämonenschnulze. Die Erinnerung dieses Relikts wird unbedingt gefunden werden. Ich muss mich erinnern. Wir müssen uns erinnern, ne? Für die Erinnerung halt. Nostalgia wurde auf ewig nach dem Bild ihrer... Nostalgia. Hier ist auch der alte Name. Die zentrale Reise blieb zwar intakt, ein Dienst an jenen, die sie noch unternehmen mussten, und jeder Durchlauf enthielt die Triumphe vergangener Helden. Diese neuen Einsichten, Möglichkeiten und Hindernisse, wie auch diese funkelnagelneue Ästhetik, machte viel Spaß. Als Mercutio das große Ritual aufgab, wurde die Wiedergeburt der Welt unterbrochen. Nostalgia, hier ist der neue Name, erzitterte entstellt und keuchte bei jedem weiteren Versuch. Die Evolution der Heldenvermächtnisse geschah nicht mehr auf natürliche Weise, so begann sie damit, sie zu erzwingen. Ah. Okay. Offensichtlich erst später. Vielleicht war es auch mit einem Tippfehler released. Wäre ein schöner PR-Gag. Ja. Aber ich weiß nicht mehr. Irgendwer meinte doch, dass das Spiel mal Nostalgia hießen sollte. Aber wegen irgendwelchen rechtlichen Problemen dann doch nicht so hieß.
Ob das stimmt, ist natürlich relativ. Okay, wir haben nur 131 Erinnerungen, dann kann ich hier runterspringen. Das war nicht der richtige Weg. Ach so, hier bin ich. Bong. Cool. Whoa. You found a workable anvil. This forge used to refine the ore extracted from Nostalgaia's mines. Mostly theatrics, really, for the sake of you and yours. But some materials were used for meaningful things, like improving our hero's arms. Took pride in our work back then. No sign of... Well, I have some crude skills. I'll aid you. Best... Affe durchwirken. Legende der Unabhängigkeit. Physisch wird dann mehr. Grip wird 17. Crit bleibt... Ne, wird mehr. Dolch der Zyklen der Unabhängigkeit. Das kannst du dir nicht leisten. Ach, Erinnerungen. 250. Was heißt denn? Was heißt denn Quill? Und Legende der Unabhängigkeit. Dies kann einen guten Schmied dazu inspirieren, deine Waffe stärker zu machen, wobei sie ihre Skalierung verliert. Ah. I wonder if this... Mm-hmm. If you find another anvil... Ah, jetzt brauche ich drei Steine. Okay. If you find another anvil, especially with a master smith, remember to summon me there too. Mhm. I will, I will. Darüber komme ich von hier auf jeden Fall nicht. Bevor wir nach unten gehen, gehen wir mal ganz kurz jetzt nach da hinten. Ist das der Aufzug? Nein, ein Fahrstuhl. Oh. Shortcut. Quietsch, Schlürf. Das war klar. Versuch mit Vorstürmen. Da. Das sieht sehr weit unten aus. Und ich muss da wahrscheinlich über die Steine rüber oder so.
Da ist das andere Feuer und mit dem Aufzug sind wir direkt unten. Ich habe das Gefühl, wir können mit der Fackel in das hier reingehen, oder? Ja. Lacking any depth of its own, the sticks began poking into the depths of our world. Rude. Kristalle kann man nicht kaputt machen. Alle Türen sind verschlossen. Okay, ich kann hier nichts machen. Ich kann das Gold nicht mitnehmen. Also der Crit kommt hier relativ häufig vor. Würde ich mal so glatt behaupten. Lästiger Gegner. Was haben die denn für Köpfe? Sind das Helme oder sind das deren Köpfe? Sieht auf jeden Fall komisch aus. Aua. Nein. Okay, hier ist wieder... Versuch es mit Vorstimmen und dann auf einmal weglaufen. Oder so wie ich es gemacht habe. Okay, Wasser macht dich unbarmherzig langsam. Der Eisenhans. Was ist denn der Eisenhans? Streitkolben. Die Erinnerung dieses Relikts wird unbedingt gefunden werden. Mein Held nutzte mich, um eine verbotene NSC-Tür teilweise aufzuhebeln. Teilweise aufzuhebeln. Kann ich damit jetzt Türen öffnen? Geronimo! Ja. Hat super nicht geklappt. Komm her. Wow. Hm.
Goldmünze. So viel Zeug. Lass sie fallen, um eine glänzende Markierung zu hinterlassen, damit du weißt, wo du schon warst. Denk an langsame Waffe. Gesundheit. Das sieht aus wie... Kopfschmetterer. Mein Held war ein freier Mann. Als er ansetzte, mit mir die verbotenen Räume der NSC zu öffnen, drang der Geruch gewisser Getränke, gesüßt von Milch, aus der persönlichen Sammlung des Erzählers. Das Loch, was wir brachen. Der gewaltige Groll des Grinders kam wieder näher. Mein Held wollte kein Teil dieses Dings werden. Wir mussten fliehen. Gordon Freeman! Yep. Korrekt. Was? Das hier kannst du im Ausrüstungs... Aber muss ich das jetzt ausrüsten, um die Tür aufzumachen? Und ich kann es nicht benutzen. Zu wenig, zu geringe Werte. Es fehlt Stand. Kraftstern. Oh, wie süß. Ich habe aber nichts, womit ich Stabilität irgendwie herstellen kann, ne? Nö. Wie soll ich denn jemals im Leben diese diese Truhe nochmal wiederfinden? Suddenly, a fire erupted to burn the kindling down. Nö. Was hast du gemacht? Och Mann, ey, die Angriffsreichweite ist ja mal zum Mäusemelken hier. Erinnerung eines unbelebten Objekts. Man muss tatsächlich einmal angreifen, ausweichen. Aktuell noch. Der hat viel ausgehalten. Warum auch immer. Versuch es mit Geduld. Mimik von Gegnern kommt mir sehr bekannt vor. Ich weiß nur nicht, woher. Weiß ich nicht. Woher denn? Oje, oje, oje. Viele Wege führen nach Rom. Dafür die Goldmünzen, wa?
einmal Schlucht, aber beachte ein... Ah, was ist das? Irgendein spinnenähnliches Vieh. Oh nee. Kettenbriefcode. Der Sender eine geladene Mitteilung, die einem Gegner Schaden zufügt. Sehr gut. Der geheime Code der Kettenbriefe. Stahlrichter der Schmiede. An der Schmiede. Also wenn hier nicht noch mindestens das Masterschwert auftaucht. Nee, wenn ich so angreife, kann ich nicht direkt wieder wegrollen. Deswegen tun wir das nicht. Mal das grüne Gras fressen, damit wieder was Lebensenergie reinkommt. Ich bin gespannt, wo ich das Ding erinnern lassen kann. Ein, in dem Hoover sich verwandelt hatte. Wo ist denn ein Schrein, wo sich Hoover verwandelt? Gut. Das hätten wir. So, wir sind erstmal hier links lang. Da war nämlich dann der Abgrund mit dem Ekelvieh. Und da kommen wir. So, das nehmen wir mit. Hier oben waren wir ja auch. Labyrinth, Labyrinth.
Immer gut, wenn man zweimal Fähig drückt, das Item wechselt und er das noch akzeptiert. Ob man damit irgendwas abusen kann? Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Komm mal ich habe eigentlich einen High Ground. Warum ging das denn nicht? Komm her. Und zack. Zack. Es fehlt Stabilität, wo auch immer die herkommt später. Die machen einen Schaden. Aua. Blöde ist, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt meine Punkte verloren habe. Hier ja auf jeden Fall nicht. Urweltliche Pelze. Ich muss mich erinnern. Erst 68. Keine Ahnung, was anders ist. Es sieht zumindest so aus. Meine Heldin erschien in den allerersten Zyklen, bevor ein unfähiger Standesgenosse den Weg verließ. Bevor eine Maid bei einem Hexenmeister in die Lehre ging, bevor die Brüder getrennt wurden. Ist sie trotzdem aus Talgaia mit Überzeugung und einem Ziel. Einem Versprechen in Dunkelheit, einem Geschenk der bewussten Allmächtigen. Aha. Was die Dinge waren, was sie sind und was sie sein könnten, all dies ist untrennbar voneinander, die Zukunft blöd. Okay. Gut. Runter. Ha. Mächtige Seife mit Runen. Was? Plus Stärke wert. Okay, das heißt, wir könnten... Wir könnten mal schauen, ob wir... bei der Tür das
wegbekommen. Aufmachen können, wie auch immer. Wieso war mir klar, dass das passiert? Wieso war mir klar, dass das passiert? Nice. Ja. Yay! Tür suchen. Tür suchen. Das nehmen wir mit. Die Erinnerung nehmen wir mit. Kleinvieh macht auch Mist. Ja. Grünes Kraut? Ja, ne? War die Tür hier? Oh, das geht. Okay. Kurz spinksen. Schauen wir mal, wenn wir die in der Hand haben. Offensichtlich nicht. Offensichtlich nicht. Also in der Höhle hier könnte man gut ein paar Level farmen. Jetzt schon wieder 3000. Ich glaube, das sind die Köpfe von denen. Sehr komische Köpfe.
Wow! Böckchen! Ich einfach schon vermute, dass du es bist. Lass das. Zack. Schildfach aus Panzerschild. Parade, diese Erinnerung verweilt in unentdeckten Regionen. Das volle Spektrum der Magie wurde aufgeboten, um der Heldenreise Farbe zu verleihen. Aber dieses Gefühl ist aus unserer Welt verschwunden. Aha. Das ist wie dieses Bad Nomi. Komm rauf. Komm rauf. Warum leuchtet deine Spitzhacke? Warum leuchtet deine Spitzhacke? Was? Ach, Bart No. Wegen Bart, Homer Simpson Bart und sowas. Alles unbedeutend. Tu so, als wärst du fies. Ach so. Denk an mittelgroße Waffe. Mittelgroße Waffe. Da wibbelt was im Mülleimer. Parabel von der Balance. Du findest hier 12 Millionen Dinge? Eine antike Parabel über die Ausgeglichenheit eines alten Helden. Es kann einen guter Schmied dazu inspirieren, deine Waffe mit mäßig erhöhter Stärke und Geschickskalierung neu zu schmieden. Kennst du das nicht? Von den Simpsons, wo Marge direkt Bart No schreit, obwohl Lisa es war und sich mit Force of Habit verteidigt. Doch, doch. Nachdem ich drüber nachgedacht habe, wusste ich, was du meinst. Das sind viele Kisten. Ja. Ich kann nicht lesen, was da steht. Kill irgendwas. Auf Anblick töten. Jagdbrett. Aktueller Held Sando. Zuletzt gesehen Wildnis. Umgang mit Held. Aggression. Okay. Die sind nicht so zufrieden, dass wir das Helden hier sind. Schlag nicht. Was? Schlag nicht so feste zu. Warum eigentlich nicht? Also, was habe ich gesagt? Bis 24, ne?
Erst oder bis 27. Erstmal bis 27. Dann schauen wir mal. Ja gut, das ist beileibe noch nicht genug, um was Sinnvolles zu machen. Das ist ein Labyrinth. Leveln ist der Gegner wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Aha. Ich sag aha und hab keine Ahnung, ob es wirklich ein Aha-Moment ist. Was ist denn das hier? Geschicktes Vorhängeschloss mit Runen. Nein, das wollte ich nicht. Markierst du dich selbst mit diesen Runen, erhöht sich dein Geschick. Huhu. Und wie viel? Wir haben jetzt 22. Um 5 Punkte. Das ist nicht wenig. Ihr seid schon hässliche Viecher, wisst ihr das eigentlich? Troll voraus, okay. Troll. Kann hier mal bitte auch eine Tür offen sein? Ich fände das super. Sie haben gerufen, mein Meister? Ach so, wegen Troll. Holy fuck. Da kamen wir raus. Ich vermute mal, das muss man schieben oder sowas. Nö. Wir hatten schon beim letzten Mal kein gutes Ergebnis mit irgendwo runterspringen. Nein. 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 Das hier ist nicht alles im Wunderland. Easy, easy. Komm her, mein Freund. Kann den nicht staggern. Leider. Leider kann ich den nicht staggern. Grünes Kraut. Though capable of besting the victims of Nostalgaia's decay, the stick figure had not yet faced a hero. A great one. Such would reveal the futility of everything an old man and some sticks
sought to prove. Jetzt kommt die Hypermusik. Leute, da hängt was aus der Wand raus. Das ist wie wenn du die Maske unter der Nase hast, weißt du? Sieht auch so aus.